Was für eine Woche! Täglich gab es neue Entwicklungen, neue Meldungen, neue Empfehlungen und Vorgaben, auf die wir als Kirchengemeinde reagieren mussten. Aber auch Sie alle, jede und jeder einzelne von Ihnen musste darauf reagieren. Das ist ganz schön anstrengend. Und vor allem, keiner weiß, wie lange das so weitergehen muss. Ende der Osterferien? Ende der Pfingstferien? Doch nicht? Oder noch länger? Ich bin ratlos und verunsichert. Auch das ist ganz schön anstrengend. Und dann der Gedanke, dass viele jetzt zu Hause sitzen, die Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt, vor allem, wenn sie nicht einfach mal ins Internet gehen können. Auch dieser Gedanke ist für mich ganz schön anstrengend. Wie geht es Ihnen gerade? Was beschäftigt dich? Fühlst du dich auch so angestrengt? Eine Freundin in Schottland sagte Anfang der Woche zu mir, dann haben wir ja in den nächsten Wochen vielleicht öfter Zeit zum Telefonieren. Es gibt Menschen, die gewinnen auch dem Schlimmsten noch etwas Gutes ab. Kennen Sie auch solche Menschen? Wie reagieren Sie? Mit einem Kopfschütteln? Mit leisem Bewundern? Ich muss da auch an einen Herrn im Pflegeheim denken, hochbetagt, das Atmen geht schwer. Und dennoch gehört er zu dem Typ Mensch, manche Leute verbreiten Freude, obwohl sie wirklich selbst nichts zu lachen haben. Freut euch, allem Leiden zum Trotz. Mitten in der Passionszeit erklingt dieser Ruf am Sonntag Letare. Am 22. März ist in diesem Jahr Sonntag Letare. Das kleine Osterfest mitten in der Passionszeit. Mir gibt die Erinnerung an Sonntag Letare Hoffnung. Sie tut mir gut. In dir ist Freude, in allem Leide, heißt es auch in einem Kirchenlied und der Titel passt zu diesem Sonntag. Freuen. Warum? Weil schon im Sterben das Leben begriffen ist. Plastisch sind die Bilder, die Jesus wählt. Nur das Samenkorn, das in die Erde fällt, bringt Frucht. Brot muss verzehrt werden, um stärken zu können. Er selbst ist das Brot für uns, das jetzt schon den Hunger nach Leben stillt. Auch wenn wir nur das Schlimmste sehen, Trost ist ganz nahe. Um Trost geht es auch im Predigttext an diesem Sonntag. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das sagt Gott uns zu, gerade jetzt, mitten in diesen Zeiten, aller Corona-Pandemie zum Trotz. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das löst vielleicht noch keine Freude aus, aber es ist für mich ein kleines Osterfest, ein kleiner mutmachender Hoffnungsgedanke in diesen Zeiten. Ich bin nicht allein. Und der Gedanke, wie auch der Sonntag Letare, erinnern mich daran, dass ich trotz aller Ungewissheit und vielen schweren Gedanken ich auch immer wieder den Blick auf die Hoffnung richte. Gerade ist Passionszeit. Wir erinnern uns an die Leidenszeit Jesu. Auch wenn uns das Leid überfällt, ist Jesus uns nah, weil er es aus eigener Anschauung kennt. Die Anstrengung, die Fragen, die Ungewissheit. All das bewegt Jesus in seiner Passion genauso wie die unvorstellbaren körperlichen Schmerzen, die er trägt. Und jetzt ist Sonntag Letare, das kleine Osterfest. Mitten in der Passionszeit richten wir unseren Blick darüber hinaus. Wir erinnern uns ganz bewusst an die Auferstehung. Daran, dass alles Leid, aller Schmerz, alle Ungewissheit und Anstrengungen nicht das letzte Wort haben. Denn am Ende steht die Hoffnung und das Leben. Ich muss zwangsläufig dabei auch schon an die Zeit nach Corona denken. Ich weiß zwar gerade noch nicht, wann das sein wird, wie lange es noch geht, welche Einschränkungen noch kommen und wann es wieder besser wird, aber ich habe Hoffnung auf das Leben danach. Damit weicht die Anstrengung der Tage zumindest in diesem kleinen Moment. Ich fühle etwas von dem Trost,
den Gott verspricht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen.